Herzlich willkommen bei Rising World. Und zwar die Folge 5. So, das hat sich eigentlich geändert. Und zwar dank Red kann ich jetzt wieder mit meinem alten Programm aufnehmen. Habe auch die Vorteile wieder, dass ich Ton vom Spiel und Mikrofon trennen kann. Und letztendlich auch wieder in MP4 aufnehme. Und das ist alles ohne Schwarzränder. Also wir haben es wieder wie in den letzten Videos schön gewohnt in bester Qualität. So, als allererstes habe ich mich riesig verschätzt und ihr seht meine neue S-Platte hier. Die Stühle, die ich selber gebaut habe nach dem Vorbild von Dagoline. Mein neuer S-Tafel hier, auch gebaut habe, und hier sind gleich dann Ablagemöglichkeiten drin. Also das sind zwei Fässer, die hier drunter stecken, sieht dann aus wie Teller hier, ein paar Krüge hingestellt, die Tische. Hier hat jemand sein Schwert am Stuhl gelehnt. Ja, ich hatte eigentlich vorgehabt, dass diese Geschichte rein soll, und zwar oben in die Königskammer her, aber leider habe ich mich mit der Größe richtig verschätzt und das Ding hätte hier überhaupt nicht reingepasst. Ich habe erstmal hier einen Waffenständer noch gebaut mit Speer und Schwertern. Dann hier ist auch ein Schrank von Dagoline, den ich umgebaut habe aufgrund der Texturen, die ich drin hatte. Oben noch ein Geweih drüber gesetzt. Drüben auf der anderen Seite haben wir auch einen Schrank. Das ist auch ein umgebauter von Dagoline. Auch aufgrund der Textur. Und dazu setze ich hier diese Rückverzierung. Hat mir gefallen. Habe ich hier noch mit drauf gesetzt. Darüber den Elchkopf hier. Also passt irgendwie wunderbar hier rein. Von der Größe her auch. Das klappt also. Auch so, hierfür, für die Ecke lasse ich mir auch noch was einfallen. Vielleicht dann hier eben nur eine kleine Tischrunde oder sowas. Was ich hier in die Ecke rein mache, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht irgendwie so ein Blumenständer oder sowas. Wenn ihr noch Vorschläge habt, dann schreibt es mir ruhig. Dann werde ich die auf jeden Fall berücksichtigen. So, dann möchte ich mich auch bedanken für eure ganzen Kommentare, die ihr mir zum letzten Video dort reingeschrieben habt. War ich natürlich erstmal heilfroh, dass die Qualität von den Filmen wirklich wieder in Ordnung ist. Und zusätzlich kam dann auch noch ein Vorschlag, und zwar vom Heiner, und zwar betrifft dieser Deckenbalken hier. So, und zwar die Deckenbalken nicht quer anordnen, so wie ich es hier bis jetzt habe. Ich werde die mal wegklappen hier. Und dann mal den Vorschlag vom Heiner aufnehmen. Und zwar sagte er, wegen der Statik wäre es sowieso besser, wenn ich diese Deckenbalken hier dann längs reinpacke. Mal gucken, wie das aussieht hier. Und zwar, ja, haben wir noch genug da? Ja, wir haben noch genügend drin hier. Okay, dann werden wir mal die Dinger erstmal lang genug machen, umlegen und quer. Na, die liegen dann gerade. Jetzt liegt es gerade. Jetzt ist besser. So, ein bisschen dicker werden wir sie machen. Gut, wir werden mal das Raster nehmen, mal gucken, dass wir so halbwegs jetzt sehen sie ein bisschen rennen. Ich werde mal die sind mir doch ein bisschen, wenn wir die jetzt quer legen, dann könnten wir die auch so machen, dort die etwas helleren nehmen. Im Moment, wo ich denn jetzt da hinten habe ich sie erstmal hingestellt hier, wo die Lagerkammer rein soll hier. Da könnten wir doch auch eigentlich jetzt etwas hellere nehmen. Und zwar, dass sich das vielleicht ein bisschen absetzt.
Wir werden es mal mit die probieren, ja. Das sieht dann bestimmt etwas besser aus. Ich meine, wir kriegen es ja nur raus, wenn wir es ausprobieren. So, fangen wir mal gleich hier an. Wenn wir die, warte mal, wenn ich jetzt eine andere Rasterin nehme. Eine andere Raster, dass die vielleicht, ja, wenn ich das Raster kleiner mache, dann kommen sie auch dementsprechend vor. So, und jetzt machen wir den ersten nämlich hier hinter. Wir gucken erstmal, ob der hinkommt hier. Ja, Licht bis an. Genau. So, und wie viel haben wir jetzt von hier entfernt? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das dürfte doch eigentlich, na, noch eh, wenn wir nicht rankriegen, ja. Wir könnten den vielleicht weiter nach vorne, aber wir schauen erstmal, wie es aussieht. Jetzt nehmen wir unseren tollen Magneten wieder. Ich hoffe, der funktioniert bis hierhin jetzt. Das haut hin. Aber ich habe jetzt doch wieder die dunklen Balken genommen. Was mache ich denn? Ich wollte ja eigentlich jetzt die hellen. Den kann man den vielleicht auch gleich mal noch ein Stück. Was ist denn hier jetzt los? Aha. Also manchmal bockt das noch ein bisschen rum. Mit dem wieder wegschlagen hier, da seht ihr. Kann. Na sag mal. Oh, oh, oh. Wieso kann ich den Balken jetzt nicht wegschlagen? Einmal, zweimal doch. Man braucht dort dann höchstwahrscheinlich eine bestimmte Stellung, aber das ist auch noch nicht ganz so, wie die Vorstellung eigentlich gewesen ist, denke ich mal. So, wir wollten ja die etwas helleren Balken hier mitnehmen, da sind sie nämlich. So, nochmal. Rasterin. Warte mal, jetzt schieben wir den gleich noch ein Stück weiter vor. 1, 2, so die Magneten, was ich rausnehme, ja. Nochmal. Ah, macht sich natürlich. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich glaube, so ist die Aufteilung ist jetzt so bedeutend besser. So, jetzt nehmen wir den Magneten wieder drin, dass wir die gleich komplett ansetzen können, ja. Und das letzte Stück. Das müssen wir uns jetzt natürlich erstmal in der Größe anpassen hier. Und da funktioniert der Magnet wieder nicht. Ich glaube das jetzt nicht, ey. Jedes Mal. Da. Ne. Das rastet der Magnet wieder nicht ein hier. So, ich mach mal. Dann müssen wir es so machen. Mal gucken, dass wir das jetzt so genau wie möglich ergibt. Das ist immer schade, dass das mit dem Magnet noch nicht so richtig hinhaut hier. Mal gucken, vielleicht nimmt er jetzt noch mal an. Ne, wir von der anderen Seite mal probieren hier. Ne, nimmt er auch nicht. Und ne, er reagiert nicht mehr. Also das ist doof. Das ist richtig doof. Na gut, dann ausgerechnet hier vorne jetzt, wo es eigentlich auffällt. So müsste es eigentlich. Wir werden mal gucken, ne, ob wir halbwegs drin haben. Nicht, dass wir hier zu großen Sprung haben. Jetzt sieht erstmal.
Ja, da kriegen wir eine Ecke drin, ja. Kann man machen, was wir wollen. Wir werden mal die andere Einstellung nehmen. Für Positionierung nehmen wir mal die ganz feine auf die 1. Und dann mal probieren. Na, so sieht es besser aus, ne? So, ja, was bleibt uns anderes übrig? Müssen wir denn auf diese Art und Weise eben halt machen, wenn dieser Magnet eben nicht will. So, mal gucken, manchmal hat, ne, seht ihr, der springt völlig woanders hin hier, es ist zum verrückt werden, ist das ja. Das ist das, was mich immer noch so ein bisschen ärgert an der Geschichte, gerade mit den Magneten, das ist eigentlich eine tolle Sache. Aber wenn der nicht richtig einrastet, jetzt machen wir es wieder mit dem Raster hier. Und ich glaube, jetzt haben wir es gepackt. Ja, das sieht doch eigentlich akzeptabel aus, oder? So, aber was hier drinnen noch fehlt, fällt mir gerade auf. Wir haben hier nirgendwo was hier so ein bisschen Beleuchtung reinbringt. Also werden wir mal hier an der Seite ein kleines Gestell machen, wo wir dann natürlich auch die entsprechenden Laternen hinsetzen können. Wir haben natürlich nicht so lang hier. So würde ich sagen. Und dann nehmen wir noch einen Querbalken hoch. Kann man ruhig kürzer machen. Hat ja im Grunde genommen nichts zu halten, aber man soll ja irgendwie sehen. Und dünner werden man auch machen. Dass der einfach nur hier so ein bisschen als Haltung dient. So, den kann man hier jetzt schick eine Laterne anhängen. Und das sollte eigentlich für Beleuchtung, denke ich mal, völlig ausreichen. Ne? Wir können ja hier auch noch inneren machen. Mal in derselben Höhe, circa hier. Und dann machen wir ein bisschen stärker wieder. Und den schieben wir uns dann ganz genau hier rauf. Genau, ein bisschen länger gemacht, ja. Dass der die Positionierung, die können wir jetzt natürlich wieder hochsetzen. Das reicht aus. Das dauert ja eine Ewigkeit, bis der hier mal reagiert. Haben wir das jetzt überhaupt gerade? Sieht ein bisschen seltsam aus hier. Ja, zeigt euch an. Irgendwie kam mir das eben so ein bisschen ruhig vor. Ja. So. Kippen wir einfach noch mal ihn zurück hier. Okay. Das sollte genügen. Wenn man jetzt ungefähr in der Mitte den Kleen dort. Lampe anmachen. Das sieht gut aus. Jetzt. Prima haben wir. So, dann bringen wir mal noch gleich zwei Laternen hier an. Die dürften wir ja. Haben wir die hier mit drin, Lichter, und da nehmen wir die runden, ne, die hellen nicht, das Weißglas haben die da noch ja nicht gehabt, ja. Wir werden die runden nehmen. Nehmen wir mal zwei Stück davon. Gut. Und werden die jetzt hier festchen, und damit ist denn unser Schlafzimmer wirklich komplett. So. Gut. Licht aus. Und es funktioniert. Sehr schön. Ich habe hier noch eine Statue drin. Die könnten wir eigentlich hier mal gucken. Aber
fast den Verdacht, dass die vielleicht ein bisschen zu groß ist. Nö. Die könnte passen, ja. So. Als virtuelle Wache. Gut. Ja, was wir hier denn noch alles hinmachen? Hier werden wir vielleicht noch so ein Regal hinmachen. Oder auch noch Schrank. Schrankunterteil mit Regal. Da werde ich auch von Dagolin hier das ein bisschen ausbauen. Ja, und hier, wie gesagt, schickt mir mal ruhig ein paar Vorschläge, was wir hier, ob wir hier so einen kleinen runden Tisch eben hinmachen. Oder ob wir hier das. Es passt also noch einiges hier drin. Na, ich will diesmal wirklich mal versuchen, auch mal ein bisschen Einrichtung in meine Gebäude hier drin zu bekommen. Ja. Gut. Dann könnten wir uns jetzt eigentlich beimachen, ein bisschen Zeit haben wir ja noch, um uns Gedanken zu machen hier für. Ja, Mensch, weiß ich nicht. Lassen wir die große Esstafel hier unten stehen. Oder ich muss das nochmal neu bauen und da eine kleinere machen. Vielleicht dann wirklich nur eine Tafel mit vier Tischen, mit vier Stühlen dran. Und dann das Ding richtig klein nochmal machen. Na, ich werde mal überlegen, wie ich das dann nochmal umbauen kann. Gut, wir machen uns jetzt wieder ran an unsere Klostertreppe hier. Ich werde mal am besten Tageslicht anhaben. Sieht ein bisschen besser aus, ja. Dann. So. Na, hier die Ecke, die ist sehr duster. Da werden wir dann. Das müssen wir ausgleichen. Das müssen wir dann hier irgendwie wegmachen. So. Jetzt brauchen wir erstmal den Winkel, dass wir hier die Stützbalken hinmachen. Erstmal wieder auf volle Länge. Die Balken lassen wir mal in der. Ich habe. Warum halten jetzt die Bretter hier? Hier haben wir die Balken. So. Das sollen ja richtig kräftige Balken sein. Die soll ja die ganze Treppe tragen, machen wir die also ein bisschen dicker. Und dann brauchen wir jetzt nur noch den Winkel. Mal gucken, dass wir gerade liegen. Ja. Ne, das ist glaube ich der Winkel hier. Gucken wir mal. Ja, der passt. Das ist der rechte Winkel. Gut. Mal schauen, wo wir sie anlegen am besten. Wir lassen hier ein bisschen Platz. Das sieht, glaube ich, am günstigsten aus. Und wir müssen die jetzt absenken, dass sie unten schräg ist. Genau. So. Ja, und das werden wir auch auf der linken Seite dann so machen. Dass wir hier am Rand ein bisschen Platz lassen. Oder ob wir die lieber so schieben. Genau, dann haben wir auch hier gleich einen besseren Ansatz, denke ich mal, für das Geländer. Einmal und rüber geschoben zur anderen Seite. Da lassen wir auf. Wir werden auf beiden Seiten diesmal ein Geländer ran machen. Zumindest da, wo es denn erforderlich ist. Machen wir in der Mitte noch? Nö, in der Mitte machen wir nicht. Gut, und nun drückt mir mal die Daumen, dass der Magnet jetzt wenigstens funktioniert hier. Das klappt. Zweimal. Ich werde ja nicht mehr. Es hat mal funktioniert. Denn hier jetzt diese anzusetzen, ja, das wäre ja noch ein bisschen schwieriger geworden. Ja, da müssen wir mal gucken, denn ich würde das hier schön. Nein, es klappt wieder nicht.
Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Immer denn, wenn es eigentlich an die schwierigsten Stellen geht hier, dann setzt der Magnet aus hier. Das gibt's doch ja auch nicht hier. Oh Gott, das musst du unbedingt noch nachbessern hier. Ach, das gibt's doch nicht. Vielleicht aus einem anderen Winkel heraus? Nee, auch nicht. Jetzt haben wir ein richtiges Problem, dass wir das nämlich ansetzen können, ja. Ja, dann müssen wir wieder genauso machen wie vorhin. Wir werden den erstmal arretieren. Nehmen dann natürlich rein. Die 1 wieder mit ZP. Und müssen das dann so Stück für Stück wieder hinfummeln, ja. Also ausgerechnet da, immer wo man am meisten den Magneten braucht hier, da setzt er dann aus hier. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. So, jetzt haben wir allerdings bis hier oben hin. Das gefällt mir auch noch nicht. Ne, den müssen wir kürzen. Ach, der lässt sich ja noch nicht mal so ansetzen hier. Also mal, wie blöd ist denn das hier? Man sieht das jetzt auch nicht. Jetzt können wir die Länge sehen. So. Gut, jetzt müssen wir gucken, dass wir den hier irgendwie sauber rinkriegen. Ach Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Der reagiert, weil im Untergrund da das Brett ist. Hier oben können wir nicht ansetzen. Der rutscht uns sofort wieder weg hier. Machen wir dem so jetzt. So, jetzt ist er orientiert. Und nun müssen wir dann eben hier versuchen, das für den jetzt irgendwie hingewurschtet kriegen. Ja. Gerade in so einem Schrägen ist das natürlich blöd, den so genau wie möglich hinzubekommen. Das war jetzt nichts, das steht hier unten irgendwie jetzt über. Man kann das auch nicht genau sehen, ja. Mit den noch ein bisschen hier lang schieben. Und ein Stück. Muss ich dann wirklich hier irgendeine Ecke suchen, eine Orientierungsecke, wo man es am besten sieht. So, jetzt dürfte. Ja, fällt nicht weit auf. Und das ist natürlich jetzt, jetzt müssen wir wieder von unten anfangen, um dann, ach Mensch, da war ja blöd, erstmal die andere Seite noch machen sollen. Denn jetzt brauchen wir wieder, müssen wir neu einstellen, nachher von der Größe. So, hier müsste eigentlich der Magnet ja noch funktionieren. Da geht er. Da setzt er auch an. Und auf seltsamerweise hier an der Seite funktioniert es jetzt. Ich glaube das nicht. So. Okay, da passt er jetzt so gut hin. Auch ein bisschen tiefer und hier steht da etwas über. Ja, das werden wir uns dann hier mit den kleinen Balken dann auch irgendwie noch verstecken. Ja, hier weiß ich auch schon, wie wir das machen. Und zwar werden wir hier folgendes machen. Wir werden den mal aufrichten. Und dann gucken wir mal, wir brauchen circa eine Höhe von 2 Blöcken. Das sind hier 1,5 Blöcke. Das sind circa, haben wir nicht irgendwo jetzt. Ich muss mir mein Maß hier wieder aufsetzen. Ja. So, jetzt haben wir die Höhe von 2 Blöcken. Das ist so die Hüfthöhe, die wir brauchen. Wenn wir das einfach mal hier oben ansetzen. Schön an der Kante.
arretieren und dann rüberschieben. So, jetzt sitzt er eigentlich ganz genau da und jetzt senken wir ihn ab. Und damit ist das ganze Teil schon verschwunden und wir haben hier einen wunderbaren Balken in der Ecke drin. Ja, der dauert jetzt natürlich ein bisschen länger, weil wir immer noch den Positionsset auf 1 drin haben. So, jetzt haben wir natürlich hier oben nicht die Höhe beachtet, aber das ist mir jetzt erstmal auch völlig egal. So, dann brauchen wir natürlich jetzt so Stützbalken für die Treppe. Wie können wir das am besten machen? Wir werden die denn am besten schräg setzen. Und dann machen wir erstmal hier oben. Und zwar habe ich mir gedacht, mal gucken, der kommt ja ungefähr, da können ja ruhig solche größeren Balken sein. Und zwar ein bisschen länger brauchen wir die. Und jetzt angekippt. Gucken, ja, das könnte was werden. So, ich nehme jetzt aber wieder mal unsere 15 Rennen hier, das macht sich dann besser. So, der Renn dort. Genau, und somit stützt er nämlich jetzt hier unsere ganze Plattform ab. Die können wir einmal nochmal rüber. Und dann hier auch noch mal. Genau. So, dann werden wir Stützbalken nämlich da oben noch anbringen. Die bringen wir mal volle Länge. Mal gucken, wie weit die runterreichen. Das war jetzt übrigens wieder mit Magneten gemacht. Und das hat jetzt wieder mal geklappt. Ja. So habe ich mir das vorgestellt. So, was wir dann natürlich nicht machen können, hier mit Magneten arbeiten, das ist klar. Weil hier luftet auf die Schräge aus. Und wenn wir mal gucken, dass wir den so weit drunter kriegen, dann können wir arretieren, dass er schön versteckt ist und schieben den in den Balken rein. Ja. Ja, und so kriegen wir das dann hin, dass wir den bis hier unten hinschieben können. Es war immer ein bisschen gefummelt, aber das spielt da in dem Falle keine Rolle. Hauptsache, das Ergebnis wird nachher so, wie man sich das vorstellt. Ja. So. Ja, ich scheine so ein klein bisschen Erkältung drin zu haben, ja. Aber ist noch alles erträglich. So, und den dritten setzen wir noch an. Na komm. Da drunter. Achso, da lässt er sich jetzt nicht so weit drunter schieben. Weil er unten den Widerstand jetzt drin hat, jetzt aber. Der war zu weit. Und doch so. Das klappt auch. Ja, das werden wir dann vielleicht noch mit Querbalken verstreben. So, ein bisschen tiefer und wieder eingelassen, das klappt auch. Und dann wäre dann praktisch hier der Beginn. Für jetzt könnte man das noch, dass das ein bisschen besser aussieht, natürlich die Sache kippen. Mal gucken, dass wir jetzt auch gerade sind hier. Ne, das ist nicht. Jetzt sind wir gerade.
muss man hier ansetzen. Dann einfach mal tiefer. Natürlich, dass er reingeht. Ich kann mal wieder etwas höher machen. So. Jetzt. Ja, dass hier ruhig noch so eine schräge Abstützung reinkommt. Genau. Und von der anderen Seite mal gedreht. Mal gucken, dass wir das abwechselnd so machen. Der muss jetzt aber nicht. Achso, ne, den. Ne, das sieht dann bescheuert aus, wenn wir es so machen. Ja. Da müssen wir einen anderen Winkel machen. Ja. Von da aus. Ne. Das sieht doof aus. Ja, wenn dann immer zur selben Seite. Wenn dann immer zur selben Seite. Soll er also heißen wieder. So lang. Ist das derselbe Winkel? Ne. Jetzt haben wir denselben Winkel wieder. So, setzen wir mal tiefer. Stücke zurück noch. Noch ein Stück tiefer. Stücke nach vorne. So. Und gucken wir mal. Ja, ich glaube, so sieht das schon eher dann nach was aus. Und das werden wir hier oben auch machen. Da können wir zum Beispiel, ach Mensch, wir haben ja schon wieder, ich glaube das jetzt nicht, die Zeit, die ist jetzt schon wieder hier komplett rum hier. Na gut, den E-Balken werden wir noch setzen hier. Wir werden mal gucken, wie das so aussieht hier. Ein bisschen länger machen. Genau. So, reinschieben. Und noch ein Stück nach da. Dann sieht es natürlich bescheuert aus, wenn der da mit einer freien Ecke ist. Ja, ich weiß, vielleicht einer, der sieht da ein bisschen von der Statik die Geschichte anders. Aber das ist erstmal so mein erster Gedanke hier, dass wir hier ein bisschen Statik vielleicht drin bekommen. Aber ich kann mir vorstellen, ja, wenn man jetzt hier auf der Ecke kommt, auch noch ein Balken hin, der ist dann hier mit dem Mauerwerk noch verankert und dann müsste eigentlich unsere Treppe schon so weit halten. Die hier mit der Taste 2, dass wir das so ein bisschen ausgleichen können, können wir natürlich dann hier so ein bisschen wegdrücken, nachher noch alles hier, so uns durch den Kopf stoßen und dass wir hier eventuell dieses schwarze Loch dann so ein bisschen rauskriegen noch. So. Ja, das machen wir mit der linken Taste, da klappt das wunderbar, da drückt der das alles so ein bisschen rein hier. Gleicht das so ein bisschen aus. So. Ja. Und jetzt haben wir, glaube ich, das so weit, dass das schön gerade ist. Wenn wir meistens einen Treppenlauf hier machen, aber ne, wir stoßen uns nirgends mehr den Kopf, das ist sehr gut. Hier werden wir natürlich auch noch mal Balken runter machen, so als Abstütze. Ja, und das klappt doch schon. Hier, den kann man noch ein bisschen eindrücken. Ja. Den vielleicht auch noch. Ja. So. Gut, und hier werden wir uns eine Feuerschale dann noch hinstellen. Dann können wir das nämlich ruhig ein bisschen noch nachher hier einbeulen. Und dann da vielleicht eine Feuerschale noch hinstellen. Und dann ist hier genügend Licht. Gut, ja, leider, wir haben 34 Minuten rum, müssen wir Schluss machen, sonst wird das wieder zu langweilig. Also, wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Folge
Und vielen Dank nochmal für eure Kommentare und natürlich für eure Hinweise und Tipps. Tschüss, sagt euch Wolle 158.